Liebe Parteifreunde, mir ist es eine Pflicht und gleichzeitig natürlich eine Ehre, Ihnen zum zweiten Mal jetzt den Tätigkeitsbericht des Bundesvorstands der AfD zu erstatten. Ich werde aber ebenso wie Herr Adam versuchen, die eigentlich berichtenden Teile sehr kurz zu halten, denn die meisten von Ihnen wissen, welchen Weg wir gegangen sind, und stattdessen ebenfalls über politische Perspektiven für die AfD zu sprechen, die meines Erachtens die sind, die wir nutzen müssen, um die Partei zum Erfolg zu führen. Aber lassen Sie mich ganz kurz zurückblicken. Seit meinem letzten Bericht auf dem Erfurter Parteitag hat die AfD zunächst durch große Erfolge von sich reden gemacht. Nach den 4,7% bei der Bundestagswahl sind wir bei der Europawahl mit 7,1% der Stimmen zum ersten Mal in ein Parlament eingezogen. Und unser Slogan Mut zu Deutschland hat dem Bürger klar vor Augen geführt, wofür die AfD steht und weshalb es sich lohnt, sie zu wählen. Wir haben dann 5 Landtagswahlen bestritten, beziehungsweise Bürgerschaftswahlen, und sind bei all diesen Wahlen erfolgreich gewesen. Zunächst mit starken Stimmengewinnen. Zunächst mit starken Stimmengewinnen. Wir haben in Sachsen 9,7% gekriegt. Wir waren in Thüringen und in Brandenburg bei 12, 13%. Später haben wir Ergebnisse gehabt, die in der Größenordnung von 6% in Hamburg und 5,4% in Bremen lagen. Wir müssen feststellen, meine Damen und Herren, dass da viel Kritik dann dran geübt worden ist und es geheißen hat, in Hamburg und in Bremen hätte man das rechte Wahlkampfkonzept nicht gehabt. Ich möchte das ganz deutlich zurückweisen. Wenn Sie sich anschauen, wie wir bei der Europawahl in Sachsen und in Hamburg und in Bremen abgeschnitten haben, dann sehen wir, dass die Ergebnisse fast exakt unverändert waren bei den Landtagswahlen gegenüber den vorhergehenden Europawahlen. Bei der Europawahl haben wir in Sachsen 10% geholt, bei der Landtagswahl waren es 9,7%. Bei der Europawahl haben wir in Hamburg 6% der Stimmen geholt und bei der Bürgerschaftswahl waren es 6,1%, also dasselbe. Bei der Europawahl in Bremen haben wir 5,8% der Stimmen geholt und bei der Bürgerschaftswahl waren es 5,4%. Das Potenzial, meine Damen und Herren, ist nicht größer geworden. Wir haben das Wählerpotenzial erhalten, so wie wir es in den Europawahlen errungen haben, aber wir haben dort keine Fortschritte gemacht. Und das sollte für eine junge Partei auch ein, vielleicht nicht ein Alarmsignal, aber doch ein Fragezeichen sein. Warum ist es nicht weiter aufwärts gegangen mit unserer Partei? Das sollte er sich noch fragen. Da will ich zunächst mal darauf hinweisen, dass wir natürlich in allen Landtagswahlkämpfen uns bemüht haben, mit einem wirklich breiten Programm anzutreten, ähnlich wie wir das bei der Europawahl auch gemacht haben. Und die Programme, die ich dort gelesen habe, egal ob sie in Sachsen oder in Thüringen oder in Brandenburg oder in Hamburg oder in Bremen waren, waren gute, wohldurchdachte Programme, wo die AfD versucht hat, sich als eine alternative Kraft in vielen, ja wenn nicht allen relevanten Politikbereichen zu präsentieren. Das ist gut und ich glaube, das ist der richtige Ansatz für unsere Partei. Aber das Problem mit diesem Programm, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, ist, dass nur wenig Bürger die Programme tatsächlich lesen. Nur wenig Bürger diese Programme zur Kenntnis nehmen. Die Rezeption unserer Partei findet durch die Medien statt, ob es uns passt oder nicht passt. Die Medien prägen unser Bild. Und die Medien haben nicht das Bild einer Partei geprägt, die sich sachlich und konstruktiv mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt hat und Alternativen erarbeitet hat zur Politik der Altparteien. Sondern die Medien haben ein Bild geprägt einer Zwei-Themen-Partei. Einer Partei, die sich einerseits mit dem Euro und mit Europa befasst und einer Partei, die sich andererseits mit dem Themenfeld Migration, Zuwanderung, Islam und Integration befasst. Wir sind uns alle einig, dass das sehr wichtige Themen sind, in beiden Bereichen. Wir sind uns alle einig, dass die Altparteien in diesen großen Themenfeldern versagen und dass das Chancen für uns bietet,
den Bürgern vor Augen zu führen, dass wir tatsächlich die Kraft sind, der man in diesen Fragen vertrauen kann. Weil wir die Kraft sind, meine Damen und Herren. Weil wir die Kraft sind, meine Damen und Herren, die den schmalen Grat wandeln kann zwischen der Inhaltslehre, der Ideenlosigkeit, der Phrasenhaftigkeit dessen, was wir in den Altparteien beobachten, und den Populisten, die lediglich Stimmungen erzeugen und ausnutzen und aufbauschen, die sich irgendwo an den demokratischen Rändern oder jenseits der demokratischen Ränder unserer Gesellschaft bewegen. Meine Damen und Herren, denke ich, dass wir diesen schmalen Grat gehen, weder nach der einen noch nach der anderen Seite abweichen. Das ist die große Herausforderung für die AfD. Und dieser Herausforderung sollten wir Genüge tun, indem wir ein Parteiprogramm entwickeln, was erneut den Nachweis erbringt, dass wir mit Detailwissen und mit Sachkunde und mit guten Ideen, mit praktikablen Lösungskonzepten, die großen Probleme unseres Landes angehen, die ich in meiner Begrüßungsrede ja bereits erwähnt habe, auch wenn die Auflistung vielleicht nicht vollständig gewesen ist, ich glaube, einige wesentliche habe ich dabei erwähnt. Was aber meines Erachtens nicht passieren darf, meine Damen und Herren, ist, dass wir selbst uns der Versuchung hingeben, billige Stimmungen zu erzeugen. Das ist natürlich einfach, so etwas zu tun, insbesondere dann, wenn man etwas werden will in einer Partei. Insbesondere dann. Wir sollten uns gegenseitig nicht mit Bogen überziehen. Bitte. Bitte nicht mit Bogen gegenseitig überziehen. Aber dann sollten wir dem eben auch tatsächlich gerecht werden, dass wir einen höheren Anspruch haben als das. Und ich glaube, meine Damen und Herren, es ist zu billig, einfach in den Saal hineinzurufen, wir sind gegen Berufspolitiker. Denn, Herr Adam, Sie haben doch für den Bundestag kandidiert, für den Deutschen Bundestag. Und was wären Sie denn geworden, wenn Sie gewählt worden wären? Hätten Sie Ihr Amt dann nur halbberuflich oder nebenamtlich ausgeführt? Ich möchte ganz kurz noch dazwischen gehen, das gilt auch für nachher, für die nächsten Reden. Ich hätte nur die Bitte, dass wir uns gegenseitig nicht auspfeifen. Meine Damen und Herren, wir sollten es nicht so einfach machen, denke ich, dass wir die Russland-Sanktionen in irgendeinem Zusammenhang mit TTIP nennen und dann den Beifall dafür kassieren, ohne dass jedem so richtig klar ist. Dass jedem so richtig klar ist, warum man auf der einen Seite für den Freihandel ist und auf der anderen Seite nicht für den Freihandel ist, meine Damen und Herren. Wir sollten auch nicht groß in den Zeitungen erwähnen, dass wir für eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok sind und gleichzeitig im Europäischen Parlament gegen den Freihandel mit der Ukraine stimmen. Das passt nicht, denn die Ukraine liegt zwischen Lissabon und Vladivostok. Es war die Rede von der Protestpartei und dass das irgendwie ein nichtssagender, wenig definierter, unscharfer Begriff ist. Das ist alles richtig. Man kann jeden Begriff versuchen noch zu schärfen.
Aber meine Damen und Herren, es ist auch nicht so, dass der Begriff Protestpartei ganz leer ist. Wir wissen natürlich, was damit gemeint ist. Und die Frage ist, wollen wir als AfD eine bloße Protestpartei sein? Eine Partei, die nur protestiert, ohne dass sie Alternativen benennt? Oder sind wir die Alternative für Deutschland? Und dann sagen wir aber auch, was die Alternativen sind, meine Damen und Herren. Hier fiel das Wort von der Systemkritik. Da stand der Gastgeber dieses Parteitags und sagte, ja, selbstverständlich üben wir die Systemkritik. Seht euch doch an, was die NSA in Deutschland macht. Meine Damen und Herren, ich kritisiere genauso wie Markus Prezell, was die NSA in Deutschland oder in Frankreich macht. Aber ich möchte gerne wissen, warum ist das eine Systemfrage? Was an unserem System in Deutschland, an unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, muss denn geändert werden, damit die NSA nicht mehr bei uns spioniert? Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, da hat der Gastgeber dieses Parteitages dann mal schnell so hingeworfen, dass zur Systemkritik natürlich auch die Kritik an unserem Geldsystem zähle. Ja, sind wir die Alternative für Deutschland oder sind wir es nicht? Wenn ich das höre, dann möchte ich gerne wissen, was ist denn die Alternative zu dem Geldsystem, was wir benutzen? Und ist es nicht so, meine Damen und Herren, ist es nicht so, dass wir alle die Rückkehr zur deutschen Mark wünschen, weil die deutsche Mark uns stark gemacht hat? Und hat die deutsche Mark nicht in diesem Geldsystem hervorragend funktioniert? Ich wäre der Letzte, der es nicht für sehr wichtig hielte, dass wir bestimmte Erscheinungsformen islamischer Religionsausübung sehr, sehr kritisch sehen. Es ist für eine freiheitliche Gesellschaft inakzeptabel, dass jemand, der Muslim ist, sich nicht entscheiden kann, diese Religionsgemeinschaft zu verlassen, sich einer anderen Religion anzugehören oder völlig religionslos zu werden. Das, meine Damen und Herren, ist eine Grundfreiheit jedes einzelnen Bürgers, dass wir Religionsfreiheit im Positiven wie im Negativen haben. Und wenn der Islam so etwas unterbindet, dann müssen wir ganz klar machen, dass das nach deutschem Recht völlig inakzeptabel ist. Meine Damen und Herren, ich bin ein großer Kritiker der Art und Weise, wie junge Mädchen und Frauen in islamisch geprägten Familien und Gesellschaftsschichten behandelt werden und wie ihre Berufschancen systematisch zurückstehen hinter denen von jungen Männern. Auch das ist zweifellos ein Thema, was die Alternative für Deutschland angreifen muss, wo die Alternative für Deutschland deutlich machen muss, die Gleichberechtigung der Frau ist etwas Unverzichtbares in Deutschland und sie gilt für jeden in Deutschland, egal welcher Religionsgemeinschaft er angehört. Dann war ich doch erstaunt zu hören, dass der Gastgeber dieses Parteitags in seinem Wortbeitrag gesagt hat, wir seien eine Anti-Euro-Partei und eine Pegida-Partei. Und das, meine Damen und Herren, das Letzte, dass wir eine Pegida-Partei seien, das haben wir nie irgendwo beschlossen. Und viele...
Ich weiß, dass das viele gibt hier in diesem Saal, die das anders sehen. Aber es war ja vom politischen Rückgrat die Rede. Und ich habe noch nicht so viel Rückgrat hier gehört. Man muss auch mal etwas sagen können, was dem Saal unangenehm ist, meine Damen und Herren. Das ist das Zeichen politischen Rückgrat. Partei hängen damit zusammen, dass Menschen es zu ungeduldig hatten, auf unseren Programmprozess und seine Ergebnisse zu warten, insbesondere auf den Programmparteitag zu warten. Und dass sie dann vorgeprescht sind und solche Dinge laut in die Öffentlichkeit hineingestellt haben, wie wir es gerade gehört haben, die AfD sei eine Pegida-Partei. Meine Damen und Herren, wenn wir so weitermachen, dann werden wir keine bitte um Ruhe. Wir wollen die Rede weiterhören. So, meine Damen und Herren, da möchte ich zu diesem Thema noch eines sagen. Nicht jedes Problem, was es in Deutschland gibt, lässt sich mit ein, zwei hingeworfenen Sätzen richtig lösen. Wir haben in Deutschland Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Und viele von diesen Menschen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Und wenn es dann heißt, der Islam sei eine Religion, die mit unserer demokratischen Grundordnung unvereinbar sei, dann möchte ich bitte im Nachsatz gerne hören, was für eine Konsequenz soll das denn für die Muslime in Deutschland haben? Was wollen wir denn mit diesen Menschen machen, wenn wir die Auffassung vertreten, dass diese Menschen einen Glauben haben, der unserer Staatsordnung völlig zuwiderläuft? Was ist die Konsequenz daraus? Wollen wir denn hier einen Teil der Bevölkerung bewusst verletzen, bewusst ausgrenzen? Wollen wir denn tatsächlich dahin gehen, dass wir in eine gespaltene Gesellschaft kommen, weil wir nicht mehr akzeptieren können, dass Menschen in ihrem Religion... Herr Lucke, bevor Sie weiterreden. Meine Damen und Herren, ich sage es Ihnen jetzt nochmal in aller Schärfe, so geht es nicht. Wir haben vorhin schon zwei Reden von anderen Bundessprechern gehört und jetzt redet der dritte Bundessprecher. Und meine Damen und Herren, Sie wollen eine vernünftige Politik machen und Sie wollen den Kampf um die besten Lösungen. Sie müssen mit Herrn Lucke nicht übereinstimmen. Aber ich erwarte es von Ihnen und es gehört zu einem vernünftigen Umgang miteinander, dass Sie sich die Worte eines jeden anderen anhören. Sie müssen sie ja später nicht mit Applaus honorieren. Ich versuche Sie jetzt in aller Form diszipliniert die Sache hier vorzuführen. Herr Lucke, bitte. Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, das letzte Mal, dass ich wegen Pfeifens meinen Satz nicht zu Ende sprechen konnte, war, als ich im sächsischen Wahlkampf in Leipzig aufgetreten bin und die Antifa mir das Wort abgeschnitten hat. Meine Damen und Herren, ich bin ein Verfechter der Freiheiten in unserem Land und als ein gebürtiger Preuße, ein Verfechter preußischer Werte. Der alte Fritz hat gesagt, in meinem Land soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Und wenn die Türken und die Musulmanen kommen, dann wollen wir ihnen Kirchen und Moscheen bauen. Meine Damen und Herren, der Spruch, jeder soll in meinem Lande nach seiner Fasson selig werden, den habe ich bei verschiedenen Veranstaltungen eingesetzt, bis ein AfD-Mitglied zu mir kam und sagte, wissen Sie eigentlich, Herr Lucke, der Spruch geht noch weiter. Der lautet eigentlich, jeder soll in meinem Land nach seiner Fasson selig sein werden, solange es der Staatsräson nicht widerspricht.
Und hinter dieser Aussage stehe ich vollständig, auch wenn ich inzwischen bei einer Recherche festgestellt habe, dass das AfD-Mitglied falsch informiert war und dieser Nachsatz von Friedrich dem Großen nicht gesagt worden ist. Aber es ist richtig, meine Damen und Herren. Jeder soll in diesem Land nach seiner Fassung selig werden und der Religion anhängen können, die er für die richtige erhält oder in deren Geist er durch seine Eltern erzogen worden ist, solange es der Staatsräson nicht widerspricht. Ich weiß, dass es viele Themen gibt, die sehr emotionalisieren. Und sicherlich zählt das Thema des Islam dazu und sicherlich zählt auch das Thema der Zuwanderung dazu. Ich erwähnte es ja vorhin schon in meinen Einleitungsbemerkungen. Ich halte es für eines der großen Probleme Deutschlands, dass wir diese Zuwanderung haben und dass sie schlecht gesteuert und schlecht kontrolliert ist. Aber meine Damen und Herren, es ist natürlich auch da einfach, Zustimmung zu bekommen, indem man sich ausspricht für eine richtig harte Haltung im Bereich der Zuwanderung. Und ich sage in aller Deutlichkeit, dass es viele Zuwanderergruppen gibt, die auf irgendwelche illegalen Arten und Weisen nach Deutschland kommen, die keinen Aufenthaltsanspruch hier haben, und die wir in unseren Verwaltungsprozessen so schnell wie möglich wieder nach Hause bringen müssen. Aber meine Damen und Herren, dieses Thema, was reichlich behandelt worden ist, auch von mir in vielen Reden, sollte von uns auch immer ergänzt werden dadurch, dass wir ganz klar sagen, es gibt auch Menschen in Not. Es gibt auch Menschen, die vor Krieg und Verfolgung und vor einem grausamen IS fliehen. Und meine Damen und Herren, was uns unterscheiden muss von den Parteien am rechten Rand, Sie wissen welche, ist, dass wir auch das immer mit berücksichtigen. Wir dürfen nicht nur den abweisenden Zungenschlag haben, meine Damen und Herren. Wir müssen das Problem nüchtern und sachlich und fair betrachten. Und diejenigen, die Hilfe brauchen, meine Damen und Herren, die müssen Hilfe kriegen von uns und von anderen europäischen Ländern und von Amerika und von wer auch immer sich als ein zivilisiertes Land empfindet, der muss in solchen Notsituationen auch Hilfe leisten. Da möchte ich dann noch einen Gesichtspunkt anbringen, der, glaube ich, viel zu wenig in Deutschland diskutiert wird. Denn wir sprechen immer über die Zuwanderung, die nach Europa und nach Deutschland eindringt und wie wir damit umgehen sollen. Und das sind schwierige Probleme. Aber diese Probleme scheinen völlig den Blick darauf zu verstellen, dass das eigentliche Problem, meine Damen und Herren, sitzt in den riesigen Flüchtlingslagern, die sich in Jordanien und in der Türkei und wohl auch in Teilen des Iraks aufbauen und wo Millionen von Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die keine Aussicht darauf haben, in ihre Heimat in absehbarer Zeit zurückzukehren, die keine berufliche Möglichkeit mehr haben, die Terror und Gewalt und Mord und Vergewaltigung erlebt haben, dass diese Menschen sich jetzt völlig perspektivlos in diesen Lagern aufhalten und die Weltöffentlichkeit hat kein Konzept und keine Vorstellung, was mit diesen ganzen Menschen geschehen soll, meine Damen und Herren. Das ist ein Problem, was die Alternative für Deutschland auch einmal aufgreifen sollte. Denn das, was wir an Flüchtlingen aus diesen Kriegsgebieten des Mittleren Ostens zu uns bekommen, das ist vielleicht 1%, 2%, maximal 3% der betroffenen Menschen. Die anderen 97%,
Die anderen 97% sitzen in der dortigen Region. Sie sitzen dort ohne jede Perspektive. Sie werden eingesperrt in Lager, wo sie versorgt werden, aber keinerlei Beschäftigung, keinerlei Abwechslung haben, wo sie die Hoffnungslosigkeit täglich neu erleben, wenn sie aufwachen und wenn sie abends schlafen gehen. Sie haben keine Perspektive. Und was, meine Damen und Herren, glauben Sie, braut sich zusammen in solchen Lagern? Was wissen wir aus unserer Erfahrung mit palästinensischen Flüchtlingslagern? Was braut sich zusammen in solchen Lagern, wenn Menschen, die die schlimmste Gewalt erlitten haben, über Jahre in solchen Lagern zusammengepfercht sind und man kann ihnen kein Leben eines Tages wieder neu zu leben? Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, hier ist ein großes, wichtiges politisches Handlungsfeld gegeben, wo wir sagen müssen, es ist eindeutig, dass hier eine Integration dieser Menschen in die Region, in die größere Region ihrer Heimat und ihrer Kultur stattfinden muss. Und das ist der arabische Raum, das ist ganz klar. Aber die arabischen Länder, meine Damen und Herren, selber, er gibt auch anderen eine Chance. Ich werde mir das für meine nächste Amtszeit gerne ins Stammbuch schreiben. Aber erstmal muss ich Winston Churchill ins Stammbuch schreiben, dass er mit dieser etwas männlichkeitszentrierten Aussage heute wohl gewaltigen Ärger mit unseren Sprachpolizisten bekäme. Gibt es denn keine klugen Frauen, die ihre Fehler lieber durch andere, vorzugsweise durch Männer, machen lassen? Kennen wir nicht alle Frauen, die sich gerne in der Sonne des Erfolges zeigen, aber die Verantwortung für Fehler nach unten wegdrücken? Mir fällt da, meine Damen und Herren, gleich eine Frau ein, die auf meiner Abschussliste ganz oben steht. Eine Frau, meine Damen und Herren, die ungeniert trügt und täuscht, wenn sie sich davon politischen Vorteil verspricht. Meine Damen und Herren, der Name dieser Frau ist Angela Merkel. Über allen innerparteilichen Auseinandersetzungen dürfen wir nicht vergessen, wo unsere wahren Gegner sitzen. In Berlin, im Bundeskanzleramt, meine Damen und Herren. Und dieses Bundeskanzleramt hat die deutsche Öffentlichkeit nach Strich und Faden getäuscht. Wir wissen heute, dass die USA nie ein No-Spy-Abkommen angeboten haben. Die Kanzleramtsminister Fofana und de Maizière, die Herren, die für Frau Merkel die Fehler machen durften, wussten dies genauso wie Angela Merkel. Aber wieder besseres Wissen wurde im Bundestagswahlkampf die Öffentlichkeit betrogen und der von Frau Merkel nach der Bundestagswahl unterzeichnete Koalitionsvertrag hielt die Täuschung aufrecht. Frau Merkel, Vertrauen ist alles in der Politik. Sie sind unseres Vertrauens nicht würdig. Frau Merkel, Sie haben sich für Ihr Amt disqualifiziert. Meine Damen und Herren, Frau Merkel weigert sich, die Selektorenliste der NSA inklusive der Suchbegriffe für deren Spionageziele in Europa dem Deutschen Bundestag vorzulegen. Sie weigert sich, dem Deutschen Bundestag eine Untersuchung des NSA-Spionageskandals zu ermöglichen. Stattdessen sollen die gewählten Volksvertreter durch einen von der Regierung ernannten Bevollmächtigten umgangen werden. Ja, meine Damen und Herren, geht's denn noch? Das ist gerade so, als würde man Sepp Blatter die Aufklärung des FIFA-Skandals übertragen. Meine Damen und Herren, die NSA hat hemmungslos spioniert in Deutschland, in Frankreich und sicherlich auch in anderen befreundeten Staaten, das erwähnte ich eben schon. Regierungen befreundeter Staaten so zu täuschen, ist ein feindseliger Akt. Aber dass das Bundeskanzleramt die eigenen Bürger täuscht, ist dann ebenfalls ein feindseliger Akt. Denn
Denn als Ironie der Geschichte verdanken wir nun gerade der NSA das Wissen über die jüngste Täuschung, der sich Frau Merkel schuldig gemacht hat. Schon 2011, so hat es die NSA erlauscht und so stand es jetzt in den Zeitungen und bei WikiLeaks, glaubte Frau Merkel nicht mehr, dass Griechenland seine Schulden zurückzahlen könne. Aber das hat Frau Merkel nicht daran gehindert, an Griechenland Kredite in zweistelliger Milliardenhöhe mit deutschen Steuergeldern zu verbürgen. Das hat Frau Merkel nicht daran gehindert, in der großen griechischen Umschuldung des Jahres 2012 fast alle Kreditausfallrisiken der Banken und Hedgefonds auf die öffentlichen Haushalte zu übertragen. Und es hat Frau Merkel nicht daran gehindert, die AfD in Bausch und Bogen zu verdammen, obwohl die AfD nur das aussprach, was Frau Merkel insgeheim dachte. Frau Merkel, Sie sind auf frischer Tat ertappt worden. Die NSA ist unser Zeuge, dass Sie wider besseres Wissen die Öffentlichkeit getäuscht haben. Griechenland war bankrott und Sie haben es gewusst. Jeder Unternehmer, der sich der Insolvenzverschleppung schuldig macht, wird strafrechtlich verfolgt. Und zu Recht. Sie, Frau Merkel, haben die Insolvenzverschleppung eines ganzen Staates betrieben, zulasten der Bürger, deren Steuergelder Ihnen und Ihrer Regierung anvertraut wurden. Frau Merkel, Vertrauen ist alles in der Politik. Sie sind unseres Vertrauens nicht würdig und Sie haben sich für Ihr Amt disqualifiziert. Frau Merkel, Sie haben gegen Ihren Amtseid verstoßen. Statt Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, haben Sie es zu verantworten, dass deutsche Steuergelder in Milliardenhöhe, vermutlich zwischen 30 Milliarden und 50 Milliarden Euro, auf Nimmerwiedersehen in Griechenland verschwunden sind. Sie haben es zu verantworten, dass Deutschland einen massiven Vermögensverlust erlitten hat und Sie tragen an dieser Verantwortung besonders schwer, weil Sie dies wider besseres Wissen und wider besseren Rat angerichtet haben. Frau Merkel, noch einmal, Sie sind unseres Vertrauens nicht würdig und Sie haben sich für Ihr Amt disqualifiziert. Frau Merkel, Sie spekulieren auf das kurze Gedächtnis der deutschen Wähler. Sie spekulieren auf die Gefügigkeit Ihrer Partei, der CDU, und die Gefügigkeit aller Abgeordneten der Altparteien. Frau Merkel, Sie spekulieren darauf, dass die Alternative für Deutschland mit sich selbst beschäftigt ist und sich im Streit zerlegt. Frau Merkel, in dem dritten Punkt täuschen Sie sich. Liebe Freundin der AfD, in dem dritten Punkt täuscht sich Frau Merkel ganz entschieden. Denn, Frau Merkel, wir alle sind uns hier im Saal ganz einig. Griechenland gehört nicht in den Euro, der Euro gehört nicht nach Europa und Europa wird nicht scheitern, wenn der Euro scheitert. Wir sind uns auch in Folgendem völlig einig. Deutsche Steuergelder gehören nicht nach Griechenland. Deutsche Steuergelder gehören überhaupt nicht in Pleitestaaten. Deutsche Steuergelder gehören auch nicht in Bankenrettungsfonds, Hedgefonds oder Bad Banks. Und schließlich, Frau Merkel, sind wir uns auch noch in Folgendem einig. Verantwortungslosigkeit gehört nicht ins Bundesfinanzministerium. Tricks und Täuschung gehören nicht ins Bundeskanzleramt. Und Sie, Frau Merkel, gehören ebenfalls nicht ins Bundeskanzleramt. Deshalb, Frau Merkel, fordern wir Sie auf, treten Sie von Ihrem Amt zurück. Frau Merkel, Sie haben das Volk getäuscht und den Bundestag dupiert. Deshalb fordern wir Sie auf, geben Sie das Mandat an das Volk zurück und rufen Sie Neuwahlen aus. Denn Sie, Frau Merkel, gehören nicht in das Bundeskanzleramt und Herr Schäuble und Herr Gabriel gehören nicht in die deutsche Regierung, aber die AfD, Frau Merkel, und da ist sich die ganze AfD einig,
gehört in den Deutschen Bundestag. Vielen Dank, meine Damen und Herren.